Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Und ja, zu einem weiteren, ich habe keine Nerven mehr, Part sozusagen. Wow, das war zu weit, glaube ich. Der hat mich jetzt erwischt. Ich hätte noch weiterlaufen müssen bis hierher. Okay, nochmal Licht. Ich sehe nichts. Ich zittere am ganzen Körper. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ich will weg von diesem Spiel. Ich mag nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob ich was übersehen habe oder nicht. Es ist auf jeden Fall... Boah. Das Spiel hier ist so übel. Ich will nur mehr davonlaufen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich in der nächsten Zeit machen werde. Einfach gepflegt davonlaufen. Gibt es irgendwas für uns? Jetzt liegt da so viel Graffel und für uns ist nichts dabei, oder was? Okay, cool. Doch, hier wäre was. Also so ein Tondingens. Ja, mach. Abnormale Gehirnwellenmuster bei den Probanden 25 und 33 und nun auch wieder bei 55 beobachtet. Allgemein ist ein Befund von dissoziativer Identitätsstörung. Vorangegangene Versuche am präfrontalen Kortex führten zu verringerter Selbstwahrnehmung. Jedoch mit neuartigem Ergebnis. Suizidale Gedanken der wechselnden Persönlichkeiten wirken sich als Angriff auf die Kernpersönlichkeit aus. Mit schwindender Bewusstwahrnehmung wurde eine Art statischer Zustand erreicht. Zwei Menschen. Mich trifft der Schlag. Ich kann nimmer. Ich kann nimmer. Ich hab voll Angst. Ich kann schon nimmer. Sind das Babys? Alter, ich zitter. Mir läuft der kalte Schweiß den Rücken runter. Ich kann nimmer. Ich bin fertig gefahren. Ich zergatsch das jetzt mal einfach so, was lustig ist. Ich trau mich auch nicht stehen bleiben, kann beißen die mir in den Fuß rein. Alter, ich zitter gerade. Ich zitter so derbe. Alter. Na. Na. Kommt da immer mehr, oder? Alter. Leute, mich trifft der Schlag. Mich trifft der Schlag bei dem Spiel. Es wird immer schlimmer. Es wird immer, immer schlimmer. Da kommt mir schon echt Outlast wie ein Kindergeburtstag vor. Alter, ich brauche noch ein Stück Schokolade. Oder zwei. Na, wieso Wasser? Oh, Mama Mia. Warum denn bitte Wasser? Oje, Mine, oje, Mine, oje, 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 Mine, echt wahr. Mir bleibt nichts erspart, nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ist das jetzt einer oder sind es mehrere? Er hat mich schon wieder gesehen.
mag nicht mehr, echt. Es ist mir auch ein Rätsel, warum er in der Hocke nicht schießen kann. Das verstehe ich überhaupt nicht. Da wäre so schön. Ich schwitze so viel, ich kann die Maus schon bald nicht mehr halten. Das geht nicht! Das geht nicht! Man kann die nicht ermorden! Wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Man kann den nicht mehr... Alter! Abnormale Gehirnwellenmuster bei den Probanden 25 und 33 und nun auch wieder bei 55 beobachtet. Allgemein ist ein Befund von dissoziativer Identitätsstörung. Vorangegangene Versuche am präfrontalen Kortex führten zu verfehlter Selbstwahrnehmung, jedoch mit neuartigen Ergebnissen. Suizidale Gedanken werden zu Suizidalen, wirken sich als Angriff auf die Kernpersönlichkeit aus. Bewusster Wahrnehmung wurde eine Art statischer Zustand erreicht. Zwei Menschen wie aneinander genäht und dazu verbannt, miteinander zu leben. Auf ewig in gegenseitigem Hass. Köstlich. Ich sag nichts mehr. Ich weiß da auch gar nichts mehr drauf zum sagen. Ich weiß gar nichts mehr drauf zu sagen. Ich bin einfach nur empört, muss ich echt sagen. Jetzt kann man die von hinten nicht mehr töten. Verstehst? Scheinbar. Liegt es daran, vielleicht hat mich der andere entdeckt, dass es deshalb nicht ging. Glaube ich ja weniger. Jetzt wollen die mir ernsthaft weismachen, dass man die nicht mehr töten kann. Es gibt weit und breit kaum Munition mehr. Ne? Keine Ahnung. Ich bin echt sauer, muss ich wirklich sagen. Das nervt schon. Das nervt richtig, dieses blöde Spiel, echt. Das nervt echt, muss ich wirklich sagen. Mich nervt's. Mich nervt's. Echt. Kann ich ja gar nicht mehr anders dazu sagen, ehrlich. Mir nervt's wirklich. Nein, ich bin echt sauer. Ich bin richtig sauer. Wirklich.
Ich finde das in keinster Weise mehr in Ordnung. Ich finde das echt nicht mehr in Ordnung. Wirklich nicht. Ich finde das jetzt nur mehr arm. Echt. Na, ich finde das echt nur mehr witzig. Ich finde das jetzt nur mehr arm. Echt. Das kann ich ja gar nicht mehr anders formulieren. Das ist echt, das ist arm. Wirklich wahr. Ich hätte gern Safe Room. Oder wenigstens Kontrollpunkt. Ich finde das echt arm. Wirklich. Na, unglaublich. Na, ja, Kontrollpunkt geht ja. Danke. Zu freundlich. Echt zu freundlich. Na, ich finde das arm. Echt. Da kann ich gar nichts anderes mehr dazu sagen. Das ist richtig arm. Natürlich ist da nichts drin. Warum sollte? Nur weil ihr was brauchen könnt. Gebitte. Ist ja lächerlich. Ach komm. Was war denn das jetzt? Blutige Reliefplatte. Diese seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein eingekerbtes Gesicht. Auf einer Seite der Platte ist Blut zu sehen. Ich würde sagen, die. Weil da, wo Blut drauf ist, ist klar, ne? Das müsste eine Falle sein. Kontrollpunkt, sehr gut. Oh Mann, ich wäre gern fertig hier schon mit dem Spiel, ehrlich. Keine Ahnung, wie viele Parts wir hier noch verweilen müssen. Nicht schon wieder. Oh je. Ich schwitze schon so viel, ey. Bin schon so fertig. Das dürfte wieder Ashley sein, ne? Ah.
Alter Schwede, ich will heim. Doc. Doc, was zur Hölle ist hier los? Hab keine Zeit. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Ruvik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn Sie mich im Dunkeln lassen. Und Sie werden meine Hilfe brauchen. Er. Oh. Wir forschten an einer Methode. Wie soll ich das erklären? Es ging darum, Gehirne zu koppeln. Auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen. Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Direkt. Völlig neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Meinen Sie das ernst? Das ist doch völliger Wahnsinn. Ich habe nie gesagt, es wäre perfekt. Besonders nicht mit so einem labilen Wirt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath. Und wir sind alle in seinem Kopf. Aha. Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber ich denke, er will unseren Tod. Und wieder Matterbrain. Oh Gott. Doktor? Oh Gott. Ah, da sind wir hier. Aha, das Ding ist weg. Ja, aber waren wir hier nicht schon mal? Tagebuch von Sebastian Castellanos, 16. Juni 2009. Heute ist Lillys erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Myra, Gott beschütze sie, hat 3 harte Jahre hinter sich. Ein Baby großzuziehen ist ein Vollzeitjob und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat. Mit Pause meine ich ihre Rückkehr zum KCPT in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir der Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemanden, jetzt geht es natürlich wieder nicht zum Scrollen, wird es niemanden gelingen, es zu schaffen. So, fertig. Keine Ahnung. Es will halt nicht. Ich kann da. Vorhin hat es gut funktioniert, aber jetzt wieder nicht. Okay. Egal. Also. Alles scheiße, wie immer. So. Gut. Puh. Oh, was liegt denn hier? Eine Flasche. Das ist nicht gut. Was haben wir da? Halt. Notiz aus Forschungslabor. Proband Nummer 18, Verbindung hergestellt. Beginn des Verfahrens, 2.45 Uhr. Ungewöhnliche Gehirnwellenaktivitäten festgestellt, 2.58 Uhr. Herzstillstand, Reanimation nicht möglich. Proband Nummer 19, Verbindung hergestellt. Beginn des Verfahrens, 1.24 Uhr. Ungewöhnliche Gehirnwellenaktivitäten festgestellt, 1.48 Uhr. Herzstillstand, Reanimation nicht möglich. Und dann wahrscheinlich bei einem hat es hingehauen. Ja. Ich brauche Licht. Da draußen ist Licht am Ende des Tunnels. Da gibt es sicher kein Licht. Mir kommt schon vor, dass wir hier waren. Wir mussten doch hier raus, ne? Da haben uns ja so viele Mutanten angegriffen, oder? Aber hatten wir jetzt hier einen Kontrollpunkt? Oh.
nein. Oh nein. Hallo. Oh nein. Oh nein. Was, das war's schon? Echt? Wie passend. Also das war jetzt ein sehr kurzes Kapitel. Aber sehr passend. Ich meine, der Schluss jetzt, ne? Weil jetzt können wir beruhigt die Aufnahme beenden. Und ich brauche echt eine Pause. Ich brauche echt eine Pause. Na gut, ihr Lieben. Wir haben zwei Kapitel durchgerockt, kann das sein? Drei? Nein, zwei. Beim neunten sind wir jetzt. Grausame Absichten als nächstes dann, ne? Heißt das so? Puh. Alter Schwede. Na gut, ihr Lieben. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch nach wie vor. Ich bin voll fertig mit den Nerven. Ich brauche jetzt wieder sicher zwei Wochen Ruhe. Puh, bin aber sehr froh, dass wir das Kapitel jetzt geschafft haben. Somit können wir das nächste dann in der nächsten Aufnahmesession starten. Ich kann reden, auch schon nicht mal richtig lesen, nicht mal richtig. Ich bin voll fertig, Alter. Nur mehr am Schwitzen. Ich brauche jetzt ein Mittagessen. Dann ein Kuchen, Kaffee, vielleicht Eiskaffee oder so irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Ruhe und Frieden. Buh. Aber ich freue mich, wenn wir das Spiel beendet haben. Ah ja. Boah. Okay, ihr Lieben. Ich jammer schon wieder zu viel. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Ich hoffe, ihr habt nach wie vor Spaß am Spiel und ja, ich habe gemischte Gefühle. Ich habe immer so Glücksmomente, wenn so ein Kapitel geschafft ist, bin aber dann wieder voll entsetzt, wenn so ein Monsterviech oder weiß was ich wieder Katastrophales auf uns zukommt, dann bin ich wieder voll fertig, vor allem wenn ich verliere und sterbe. Aber ja, Hauptsache ihr habt euren Spaß. Ich freue mich dann wieder ganz besonders, wenn wir das hinter uns gebracht haben. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben, wir hören uns dann im nächsten Part wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Tschüssi!